ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe heute mal einen Amazon-Haul, beziehungsweise ich werde euch auch Sachen zeigen, die ich eventuell schon ein paar Wochen habe, die ich aber wirklich sehr empfehlen kann, weil ich glaube, aktuell ist jeder von uns so ein bisschen mehr im Online-Shopping-Fieber als normalerweise, oder? Wobei ich gestehen muss, ich shoppe ehrlich gesagt sehr häufig, sehr gerne bei Amazon. Ich bin da auch Prime-Mitglied. Aber auf jeden Fall habe ich ein paar Sachen aus dem Bereich Fashion rausgesucht, Jogginghosen, Bralettes, nach denen ihr mich auch ständig auf Instagram fragt. Und auch so ein paar Home-Decor-Sachen. Also ich glaube, es wird ganz cool. Wenn ihr Bock habt auf weitere Amazon-Hauls dieser Art, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir mal in die Kommentare, bestellt ihr oft etwas bei Amazon? Ja oder nein? Ich bin sehr gespannt. Okay, und los geht's mit dem Video. Eine Sache vorneweg, wundert euch übrigens nicht, falls die Lichtverhältnisse in diesem Video so ein bisschen komisch sind. Es tut mir leid, aber draußen ist immer so ein Sonne-Wolken-Sonne-Wolken-Wetter und da kommt die Kamera nie so richtig klar. Aber wir starten jetzt mal direkt mit der ersten Sache. Und zwar sind das Jogginghosen. Jogginghosen? Ich liebe Jogginghosen. Ich lebe in Jogginghosen. Ihr fragt mich auch auf Instagram ständig, wo meine Jogginghosen her sind, weil 90% meiner Instagram-Stories quasi in Jogginghose stattfinden. Und hier habe ich euch jetzt ein Modell rausgesucht, nachdem ihr mich ganz, 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 ganz häufig gefragt habt. Ich blende euch das Ganze auch nochmal getragen ein, weil so kann man es jetzt nicht allzu gut erkennen. Aber dieses Modell ist von Nike und das habe ich tatsächlich in zweifacher Ausführung. Einmal in Grau und dann noch in diesem Orangeton, weil diese Jogginghose einfach perfekt sitzt. Und ich finde ehrlich gesagt, es ist nicht so leicht, perfekt sitzende Jogginghosen zu finden. Und vor allen Dingen ist diese auch noch so richtig schön warm von innen. Also jetzt nicht so ein ganz dünner Stoff, sondern schon so ein bisschen dicker, was ich sehr gerne mag. Und diese Jogginghose habe ich von Amazon. Ich verlinke euch die in die Infobox. Die gibt es auch, glaube ich, noch in allen Größen. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. So, dann machen wir weiter mit Bralettes. Ich habe so viele Bralettes von Amazon. In erster Linie von Calvin Klein. Und ich liebe sie, wirklich. Die sind so, 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 so schön und stylisch und bequem vor allen Dingen. Fangen wir jetzt mal an mit diesem Bralette hier. Diese Ausführung gibt es auch noch in Grau und in Weiß, meine ich. Ich blende euch auch wie immer hier das Foto ein. Das ist ein Bralette, der ist ein bisschen spezieller, könnte man sagen, weil der nämlich gepolstert ist. Das heißt, er gibt mega krassen Support bzw. mega krassen Push-Up-Effekt. Ich kann es euch sagen. Ich zeige euch den Bralette jetzt hier auch nochmal getragen und ich denke, ihr seht, was ich meine, oder? Mit Push-Up. Also der ist echt sehr, sehr gut gefüttert. Für weit ausgeschnittene T-Shirts hier vorne ist der aber garantiert perfekt und trotz dem Push-Up-Effekt ist der halt nicht unbequem. Was ich bei diesen ganzen Bügel-BHs nämlich immer so ein bisschen problematisch finde. Also die kneifen immer ziemlich viel, finde ich. Der fällt aber sehr klein aus, muss ich sagen. Also wenn ihr euch unsicher seid, dann nehmt auf jeden Fall lieber Größe M. Wirklich, weil der ist schon sehr arg eng, selbst bei mir. Und dann gibt es noch so einen hier. Ultra bequem und sieht auch sehr cool aus. Gibt es auch noch in diesem typischen Hellgrauton und auch noch in Weiß, meine ich. Da ist dann auch einfach hier unten dann auf diesem Band das Calvin Klein Logo. Also richtig schlicht, aber sehr cool. Und dann gibt es noch zuletzt zwei Stück, die sind auch ja, genau gleich quasi, nur in unterschiedlichen Farben. Einmal in Schwarz und einmal in Weiß, wie ihr sehen könnt. Von Calvin Klein ebenfalls ohne Polsterung, aber super bequem. Der hat jetzt so dünne Träger. Richtig, richtig chillig. Also ich liebe die. Ich trage ehrlich gesagt mittlerweile gar keine Bügel-BHs mehr, weil ich in diesen BHs einfach lebe und weil die halt so ultra bequem sind und ja, warum sollte man sich in unbequeme Kleidung zwängen? Nein, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt weiter mit einer Sache aus der Home-Decor-Section sozusagen. Und zwar ist es... Tada! Ihr seht ihn jetzt nicht richtig, aber es ist dieser Puff-Puff, der hier unten steht. Und ich blende euch den genau jetzt auch nochmal ein. Den habe ich mir auf gut Glück bestellt, weil man weiß ja bei Amazon nie so richtig, gerade wenn da nicht viele Bewertungen sind, ne, ob das nicht vielleicht irgendein Fail-Produkt ist. Aber dieses Möbelstück, kann man sagen, ist einfach absolut schön und toll und gut und von der Qualität her echt super. Man kann da auch den Deckel abnehmen, das heißt, ihr könnt da auch noch etwas reintun, habt also sozusagen auch noch Stauraum, was auch super praktisch ist. Den gab es halt in diesem Rosé-Ton, sag ich mal so, also dieser Ton, den ich jetzt auch habe. Aber mittlerweile ist der leider ausverkauft, weil ich euch den schon mal auf Instagram verlinkt habe und ihr habt den echt leer gekauft. Aber trotzdem gibt es ihn noch in Schwarz und in so einem sehr, sehr schönen Fliederton. Also für all diejenigen von euch, die vielleicht für Ankleidezimmer oder generell für ihr Zimmer einfach mal so einen Puff-Puff haben wollten,
Ich kann euch den sehr, sehr ans Herz legen. Verlinke ich euch natürlich auch. Und noch eine Sache, nach der ihr mich ganz, 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 ganz oft auf Instagram fragt. Das sind diese Schuhe hier. Das sind auch ehrlich gesagt so typische Instagrammer-Schuhe, nenne ich sie immer. Also wirklich, die hat gefühlt jede dritte Instagrammerin. Das sind die Schuhe, die Sneaker von Alexander McQueen. Die sind unheimlich schön, unheimlich cool. Ich liebe sie auch. Sie machen einfach jeden Look total besonders. Aber sie kosten leider auch 360 Euro, glaube ich. Also die sind echt teuer für weiße Turnschuhe, die eigentlich recht schlicht dann doch wieder aussehen. Ja, und da habe ich jetzt was gefunden und ich glaube echt, das ist für mega viele ein sehr, 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 sehr cooler Tipp. Ich habe nämlich einfach mal gegoogelt Alexander McQueen Fake Schuhe und es kamen tatsächlich auf Amazon Schuhe, die genau so aussehen. Ich zeige sie euch mal. So, weil ich mich wie immer nicht entscheiden konnte, habe ich diese Schuhe jetzt in zweifacher Ausführung bestellt. Und zwar zeige ich euch jetzt erstmal das erste Modell. Ich habe die jetzt aber so ein bisschen, ja, ihr werdet das gleich sehen, hinten mit einem anderen Muster genommen. Also seht ihr das? Bei den Originalen habe ich ja hier hinten so einen schwarzen Einsatz gewählt, als ich die gekauft habe. Und bei den Fake-Schuhen habe ich jetzt halt hier so einen mit Silberglitzer genommen und gleich aber noch eine andere Variante. Aber ich denke mal, ihr könnt es hoffentlich schon sehen, wie krass ähnlich die aussehen. Boah, das ist echt mega geil. Also die haben jetzt gerade mal, ich gucke nochmal nach, ich weiß es nicht mehr, ich schreibe es euch irgendwie hier hin, aber ich glaube, die haben um die 20, 30 Euro gekostet. Und das ist halt echt mega krass dafür, dass die sich wirklich so unglaublich ähnlich sehen. Also ich bin selbst geflasht, wie ähnlich die sich sehen. Und ich finde es vor allen Dingen halt auch hier hinten mit dem Silber richtig, richtig cool. Vor allen Dingen jetzt für den Frühling und Sommer finde ich das sogar noch schöner als das mit dem Schwarz bei mir. Ja, und da steht halt auch drauf, Alexander McQueen. Also nicht Alexander McQueen, sondern Alexander. Also es soll wirklich ein krasser Fake-Schuh sein und ich finde, das ist denen auch sehr geglückt. So, dann habe ich jetzt hier, wie gesagt, dann noch eine andere Variante mit, die habe ich mit Gold hinten gewählt, fand ich auch sehr cool, weil ich trage ja auch sehr gerne goldenen Schmuck und dann dachte ich mir, passt es sehr gut. Also, das sind diese hier, sehen aber sonst auch genauso cool aus. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was findet ihr besser, Silber, Glitzer oder Gold? Ich bin gespannt. Die haben auch genauso ein weiches Innenbett wie die originalen Schuhe, also kann man überhaupt nichts sagen von der Qualität. Also ich bin echt sehr froh, dass ich die gefunden habe und ich denke mal, viele von euch werden sich darüber auch freuen. So, und jetzt kommen wir mal zum Thema Kettenaufbewahrung. Ich weiß ja nicht, wie ihr eure Ketten aufbewahrt, aber falls ihr euch noch was sucht, dann kann ich euch nur sagen, dieser Schmuckständer ist absolut genial. Also der sieht sehr, sehr edel aus, sehr hochwertig und noch mit dieser weißen Platte sozusagen. Da kann man natürlich auch noch Ringe und Armbänder theoretisch drauflegen. Aber einfach auch für die Ketten. Ich glaube, ihr seht es, da passen so viele Ketten drauf. Also alleine wie viele Ketten ich da jetzt drauf habe, keine Ahnung. Aber der ist so schön. Den gibt es aber auch noch in Silber. Also falls ihr jetzt nicht so auf Gold steht, top. Ich verlinke euch den. Und jetzt kommen wir zu Handyzubehör. Ich habe hier diese Hülle und ich finde, bei Hüllen ist es echt sehr, 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 sehr wichtig, dass sie das Handy-Display vorne vor allen Dingen gut schützen und so ein bisschen sozusagen überlappen, wenn man das so nennen kann. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also wenn das hinfällt, dass da sozusagen noch ein bisschen von der Hülle vorne da ist, sodass es gar nicht direkt auf das Display fallen kann, also euer Handy. Ja, und das ist bei dieser Hülle absolut der Fall und die gibt es auch in vielen verschiedenen Farben für viele verschiedene Handymodelle. Ich habe jetzt hier so einen Fliederton und dann habe ich mir auch nochmal auf Reserve so einen Rosaton und so einen Blauton geholt. Auch mega, mega schön, finde ich. Und ja, ich glaube ehrlich gesagt, ja, diesen Rosaton kann ich leider gar nicht mehr tragen, weil das noch für mein altes Handymodell ist. Naja. Was soll's. Und was auch auf jeden Fall nicht fehlen darf, Leute, ich sag's euch, wenn ihr es noch nicht habt, ihr werdet es bereuen, holt es euch. Das ist eine Panzerfolie. Panzerfolie für euer Handy, weil man denkt immer so, ach ja, das fällt mir schon nicht runter, so, ne, ach, es wird schon nichts passieren. Aber dann einmal runtergefallen und dann ist das ganze Display Schrott. Und das könnt ihr echt so einfach verhindern. Das ist kein Aufwand, das kostet 5 Euro, glaube ich, so ein Paket oder vielleicht auch 10 Euro, aber habt ihr sogar 3 Stück drin und die helfen so gut. Ich kann es nur jedem raten. Investiert einmal das Geld,
Das Ganze anzubringen ist auch super easy, geht innerhalb von 5 Minuten. Ihr müsst einfach nur die Hülle, also erst säubert ihr das Display, hier ist auch das Zubehör dafür drin. So ein kleines Tuch ist da drin zum Beispiel. Und dann könnt ihr halt die Folie super easy aufkleben, auch noch mit diesem Rahmen sozusagen, sodass ihr auch wirklich die perfekte, ja, das Display perfekt trefft sozusagen und alles wirklich perfekt mit der Folie abdeckt. Und das geht innerhalb wirklich von 5 Minuten. Macht es wirklich. Und die letzte Sache ist noch was für euer Zimmer, könnte man sagen. Es ist ein Sonnenbrillenständer. So, ich muss das hier mal kurz anordnen, ist nicht so leicht, das zu halten. Aber, wie ihr schon sehen könnt, sieht der super cool aus. Der ist ganz, ganz einfach aufzubauen, also ist jetzt kein Hexenwerk oder so. Den kann man einfach so auffalten sozusagen. Und das Beste, er bietet Stauraum für sehr viele Sonnenbrillen, die ich habe. Ein paar sind auch gerade schon rausgefallen, eigentlich ist er nämlich komplett voll aktuell. Aber ich habe ganz lange eine Aufbewahrung für meine Sonnenbrillen gesucht und habe keine passende gefunden. Und deswegen, ja, dachte ich mir, falls ihr auch das Problem habt, zeige ich euch den und kann euch den auf jeden Fall auch empfehlen. Und das waren jetzt alle Sachen. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlasst einen Daumen nach oben, klickt auf Daumen nach oben und schreibt mir auf jeden Fall meine Kommentare, ob ich nochmal ein weiteres Video machen soll dieser Art, dann eventuell nur mit Fashion-Sachen, also Fashion, Amazon, Werbung versus Realität. Ich verlinke euch hier am Rand noch meine zwei letzten Videos. Die Links dazu findet ihr auch in der Infobox. Folgt mir auch gerne auf Instagram, da heiße ich Laura Joelle. Und ansonsten sehen wir uns wie immer am Mittwoch in meinem nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao!